So, weiter geht's hier mit Call of Duty Advanced Warfare. Du hast Fragen und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt, beobachtet, gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet, eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hatte uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Natürlich. Das kann ich gar nicht als schießen, rennen, schlagen. Und Scheiße labern. Ich bin Mitchell. Kletterhaken. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben. Und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Okay. Team, wir haben Grünlicht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam. Und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Alles klar. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Ja. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Ja. Wir haben euch auf dem Schirm. Eins privates Anwesen. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde Eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Ach, Zielverfolgung ja? geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und kling mich in ihr System ein. Okay. Nicht bewegen. Ziele links. Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Sicherheitsverletzung. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende.
Mach dich auf den Weg. Ich glaube, das war nicht richtig so, aber egal, hat funktioniert. Ziel rechts. Keiner darf dich schießen sehen. Okay. Los, weg da! Vorsicht, Drohne unterwegs! Das ist eine Drohne. Das ist auch eine Drohne. Bleib am Ball zur Sicherheitszentrale. Hä? Ich hab die Mission verlassen? Wie, was, wo? Mitchell, bleib am Ball zur Sicherheitszentrale. Ja. Jetzt sind sie im technischen Bereich an dritter Stelle im Land. Natürlich schießen die Grundstücke. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Drohne, verstecken! Nicht angreifen! Mitchell, Mikro-EMP bereit machen. Das System wird nur wenige Minuten ausfallen, also keine Zeit vertrödeln. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Aha. Bin drin. Okay, ich kann ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da, die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Wo? Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor Ains Arbeitszimmer. Die Nummer, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Ich weiß. Ja, zwei Ziele auf dem Balkon. Ja. Ziel rechts. Aber John spricht sich darüber. Ziel rechts. Das war noch nie so hoch. Ja, das würde ich im Auge behalten. Da kommt ein Zivilist. Rauf auf die Dachsparren. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Mission abbrechen! Ach, Manu! Okay. Hätte klappen können. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Hier draußen lang. Ich weiß. Ja, genau. Zwei Ziele auf dem Balkon. Nein, Sir. Berman. Ich bin Eindringling. Schick die Drohne. Sie schicken Drohnen. Oh, ich auch mal.
Ach komm. Oh, ey, okay, das ist so lange dauert, wie kann das so, ey. Ich hasse so eine Mission. Ich gebe Deckung. Zwei Ziele auf dem Balkon. Na, ich weiß, was hier los ist. Balkon. Da ist einer. Schnell, verstecke. Da ist auch einer. Wozu? Geld regiert die Welt. Sie schicken Drohnen. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Scheiße. Nicht bewegen. Was macht sie denn? Halt einfach still. Drohnen kommen auf dich zu. Das war unheimlich. Zivilisten zur Rechten. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Mitchell, Cormac trifft dich auf dem Balkon. Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Nox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, das ist ein Schreibtisch. Ein sehr wichtiger Schreibtisch. Sag mal. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja. Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Ja. Unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Geht's. Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Ja. Warte auf mein Zeichen. Ja. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Wohin? Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Nox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Inona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ins Kommando. Was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Danois? Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit! Jetzt! Nee, wir haben unsere Befehle. Zu mir. Ja. Sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Mantikoch ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist unbegründet. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danois. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles Weitere übernehmen. Können wir ihn einfach erschießen? Ich muss
besten rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Knox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Doch. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Das schaffen wir. Sie sind die Supernodalen. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Dass da Wasser ist. Wir haben sie, Kingpin. Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will. Ja, richtig geil. Wieder ein Teil geschafft. Ich habe aber keine Punkte gekriegt. Ja gut, jetzt sind wir bei Sentinel. Geil, geil. So, ich mache jetzt mal wieder eine Pause und dann sehen wir uns bald wieder. Geil. Ja,